Hallo, mein Name ist Ute Hensel, ich bin psychologische Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin in eigener Praxis. Ja, und ich heiße Roberto Rotondo, ich bin Diplompsychologe und psychologische Leitung in einem Altenpflegeheim. In unserem Projekt geht es um die Auswirkung von Nazi- und Kriegsgräuel auf direkt Betroffene, den sogenannten Kriegskindern und deren Nachkommen, den sogenannten Kriegsenkeln. Sigmund Freud benutzte schon 1913 für diesen Vorgang den Begriff Gefühlserbschaft. Heute verwendet man die Begriffe transgenerationale Traumatisierung für die Weitergabe der seelischen Folgen von traumatischen Erfahrungen an Folgegenerationen. Ich habe in meiner psychotherapeutischen Laufbahn sehr früh Bekanntschaft mit der Problematik Auswirkungen von Kriegs- und Nazigräuel auf Betroffene machen können. Und zwar habe ich in der Psychosomatik eine damals Mitte 60-jährige Patientin erlebt, die mit immer wiederkehrenden Herzattacken zu uns in die Abteilung gekommen ist. Diese Herzattacken hatten allerdings keinerlei organische Ursache, obgleich es immer wieder so aussah, als würde sie einen Herzinfarkt erleiden. Es hat sich in der Behandlung relativ rasch herausgestellt, dass im Hintergrund eine vollkommen unverarbeitete, lange Zeit auch beiseite gelegte Geschichte aus den schweren Kriegsjahren und Nachkriegsjahren in Hamburg zugrunde lag. Diese Patientin hatte vier Geschwister, die die Mutter allein durchbringen musste. Sie, die Patientin, war in den Bombennächten jeweils zuständig für ihre jüngste, damals einjährige Schwester, die sie immer in den Schutzbunker bringen musste. Die Kriegsjahre hat diese kleine Schwester auch überlebt, allerdings ist sie dann 1945, 46 in dem schweren Hungerwinter an Diphtherie verstorben. Dieses Ereignis hat in der Patientin offenbar schwere Schuldgefühle hinterlassen, die sie allerdings über all die Jahre verdrängt hatte und die erst jetzt im Alter wieder in ihr auftauchten, ohne dass sie ihr jedenfalls zu Beginn bewusst gewesen wären. Erst durch die Behandlung konnte sie sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, konnte spüren, welche Gefühle sie eigentlich innerlich in sich tief verborgen hatte. Ich hatte seinerzeit leider nicht Gelegenheit, mit den Kindern dieser Patientin zu sprechen. Ich habe aber heute in meiner Praxis immer wieder mit Patienten zu tun, die jetzt etwa 40 bis Ende 50 Jahre alt sind, bei denen durchaus die Ereignisse der Elterngeneration Auswirkungen auf ihr eigenes Leben haben. Oftmals treten diese Auswirkungen in Form von psychosomatischen Erkrankungen auf. In unserem Projekt soll es nicht um Psychotherapie gehen, aber das Beispiel zeigt, welche Auswirkungen solche Erfahrungen haben können. In unserem Projekt soll es außerdem um die unbewusste Weitergabe dieser Erfahrung an die Folgegeneration gehen. Dazu möchten wir Interviews führen und Film- und Hintergrundmaterial anbieten. Dieses Material werden wir dann auf einer Internetseite, die wir noch erstellen wollen, anbieten und der Öffentlichkeit, zum Beispiel Schulen, zugänglich machen. Die weiteren Ziele könnt ihr auf unserer Projektseite nachlesen. Um das Projekt umsetzen zu können, bringen wir schon einiges mit. Aber leider reicht es nicht aus, um das Projekt realisieren zu können. Und da kommt ihr ins Spiel. Crowdfunding bedeutet, dass ihr uns unterstützen könnt.
Mit 1 Euro, 5 Euro, 100 Euro, ganz wie ihr könnt und wollt. Dafür seid ihr nicht nur Teil des Projekts und macht es möglich, sondern ihr erhaltet auch sogenannte Dankeschöns. Welche es gibt, könnt ihr euch auf unserer Projekt-Homepage anschauen. Crowdfunding funktioniert nach dem Prinzip alles oder nichts. Und das bedeutet, entweder wir bekommen das Geld komplett zusammen und können dann das Projekt umsetzen, oder es gelingt uns nicht, das Geld zusammen zu bekommen. Das bedeutet dann, dass ihr euer Geld auch komplett zurückbekommt. Wir freuen uns jedenfalls über jeden Cent und möchten euch schon jetzt dafür danken, dass ihr uns unterstützt habt. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr in eurem Freundes- und Bekanntenkreis von dem Projekt erzählen würdet. Danke.